Servus Leute und willkommen zurück zu Sims 3, zu Meets Sport. Mir ist gerade was aufgefallen in der im Ladescreen quasi. Und zwar, ups, das wollte ich gar nicht. Aber ist eigentlich egal, können wir dem auch machen. Und zwar steht ja hier hinten dieser Baum noch in der Gegend rum, weil wir das ja letztens nicht mehr, das Ding letztens mal nicht mehr weggebaut haben. Weil als wir die Garage fertig hatten, der muss jetzt natürlich wieder irgendwo hier hin. Hier, den Busch könnten wir irgendwann mal so drunter stellen. Und der Limonenbaum kommt jetzt einfach in Reihe hier mit dem Apfelbäumchen. Oder stellen wir den einfach so. Stellen wir den so daneben, kann ich den mal. Genau. Machen wir es so. Dann passt das. Dann haben wir hier so einen kleinen. Können wir hier so einen kleinen Obstgarten gestalten, wenn man das dann denn möchte. So. Dann schauen wir mal weiter. Ich sehe gerade hinten ist noch ein bisschen. Sind noch ein bisschen Steine übrig. Das gefällt mir gar nicht. Dann muss ich mal nochmal drüber kurz. Moment. Mal, das kann ich ja hier nicht so gelten lassen hier. Ich sollte nur aufpassen, dass ich hier nicht alles zuklatsche mit irgendwelchen random Gras. Das ist auch nicht mehr so toll. Ja, Gras ist natürlich immer toll, aber das lasse ich jetzt lieber. Pinselweiche kann man ein bisschen höher, dass ich hier ein bisschen. Das Fleckchen hier muss ich auch unbedingt mal gestalten. Das sieht nämlich nicht sehr gut aus. Ja, so ist deutlich besser, oder? Ein bisschen andere Grassorten drüber. Das soll ja hier kein englischer Planrasen werden. Das ist ja hier mehr so der European Style. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier können wir auch noch ein bisschen drauf machen, dann sieht das hier nicht so kahl aus. Wir könnten einen kleinen Weg zur Garage hintermachen. Ich weiß gar nicht, war das hier? Das wir da genommen hatten für. Ich glaube ja, ne? Das war dieses Zeugs hier. Ich bin mir gerade zwar nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, dass es das war. Hier so ein Weg zur Garage nach hinten quasi. Dass man hier durchkommt. Ich meine, man kommt ja so oder so noch ins Haus, weil hier ja durch die Garage kann man ja auch gehen. Beziehungsweise durch die jetzt ja eher Partygarage. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich den ganzen Shit hier mal kurz. Moment. Ach so, ich bin hier im. Deshalb. Wo sollt ihr denn nicht eigentlich ausgehen? So, Relativity, irgendwie gehen die aber nicht aus, ne? Wieso kann ich die nicht ausschalten? Wieso kann ich die nicht ausschalten? Kann mir das mal einer erklären? Seltsam. Okay, ausschalten. Ah, okay, die laufen also scheinbar dauerhaft weiter. Warum auch immer. Aber naja. Soll jetzt mal nicht mein Problem sein. Was auch immer das für ein komisches Ding ist. Automatisch einschalten. Alle Lichter. So. Was auch immer das für ein komisches System ist, dass die sich automatisch einschalten. Die könnten wir wieder hochblenden. Das sehen wir ja die meiste Zeit sowieso nicht. Weil ja hier. Was soll ich jetzt sagen? Weil hier das noch ein Stockwerk weiter drunter ist. Das ist ja hier quasi am Fundament. Ist ja auch eine Garage. Durch ein Fundament kann man schlecht in die Garage fahren. Das geht ein bisschen schwierig. So, ihr seid eh schon alle am Schlafen. Wunderbar, dann können wir den Tag ja gleich mal beschleunigen. Beziehungsweise ja die Nacht überspringen. So halbwegs. Was macht eigentlich Katze? Auch schlafen. Ja gut, das ist ja mal nicht schlecht. Wenn alle das gleiche machen, kann ja nichts schief gehen. Wobei, es ist Sims, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Wir müssten den Kindern hier mal einen Laptop kaufen, beziehungsweise er müsste ja auch mal erwachsen werden, beziehungsweise Jugendlicher. Halt. So, es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Maggie Garman und Mark Schwaldorf sind nicht mehr befreundet. Ich weiß auch gar nicht. Ich kenne die Frau gar nicht. Insofern ist das gar nicht mal so das Problem. So, die sind immer noch bekannt. Das ist nicht so toll. Ich wollte die ja eigentlich befreundet haben. Müssen wir noch machen. Ist vielleicht besser, wenn wir das als Kinder machen, weil ich weiß nicht, wie Tobias wird, wenn er mal, jugendlich wird. Vielleicht wird er dann voll der. Keine Ahnung, vielleicht hasst er dann seine Schwester voll, weiß man ja nie. Okay. Unser Haus ist ja an sich recht hübsch, muss ich echt sagen. Beleuchtung ist jetzt natürlich komplett aus. Die schaltet sich ja Gott sei Dank automatisch ein. Wer ist jetzt wach geworden? Warte, wieso leckt denn das gerade so? Ja gut, hier Error Trap und das ganze Zeugs hier. Na gut, jetzt ist das Spiel angefroren. Das ist natürlich nicht so toll.
Ich hoffe, die Aufnahme schmiert dabei nicht immer ab. Das ist immer ein bisschen suboptimal. Jetzt hat sich's wieder gefangen. Ach ja. Sims, ne? Ist einfach ein perfekt programmiertes Spiel, muss man echt sagen. Wer ist denn wach? Ach, Katze. Natürlich. Katze kommt hoch und Isabella ist auch wach, okay. Und sie sitzt dem königlichen Hof vor. Natürlich. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, hat sie. Gut, dann kannst du ja mal deinem königlichen Hof vorsitzen. Kannst du mit deinem Bruder irgendwas machen? Nee. Schade, ich jetzt auch, die ganze, sie kann vielleicht ihren Bruder einen Streich spielen oder so. Aber das wäre... Naja, wäre auch irgendwie cool, aber naja, geht nicht. So, du bist da eh momentan... Machst du ja sowieso nichts. Da kannst du ja, wenn du aufstehst, erstmal aufs Klo gehen. Er muss nichts machen, wenn er aufsteht. Er müsste duschen, wenn er aufsteht. Ach, gut, er steht eh auf. Gut, und dann passt es ja. Irgendwer hier könnte... Wer steht denn jetzt auf Mark? Du kannst doch mal Frühstück machen. Oder haben wir noch was? Wir haben gar nichts mehr, ne? Wir haben nichts mehr an Resten da. Dann servierst du mal Pfannkuchen als Frühstück. Dass du auch mal was Produktives tust. Und dann schauen wir mal. Dann wird sich das schon irgendwie einpegeln hier mit dem Tag. Wir haben jetzt Dienstag. Da muss also wieder jeder in die Schule. Und Mark vermutlich auch in die Arbeit. Da haben wir ja neu gestartet. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich denn jetzt vielleicht... Hier das Level ändern von der Karriere, aber ich glaube nicht, dass das geht, ne? So, ist sogar richtig geschrieben. Da bin ich ja mal... Oh, das wollte ich nicht. Ah ja, Shift war es, genau. Karriere festlegen, Profisportler. Was war er denn nochmal? Spieler des Jahres, ne? Aber das ändert sich nichts. Okay, ich kann das also scheinbar hier nicht ändern, ich weiß nicht warum. Aber es geht nicht. Ja gut, dann mache ich den Cheat-Mode mal wieder aus. So, False bitte. Was machst du? Was, warum isst du? Nein, du isst jetzt keinen verdorbenen Topf Surprise. Du isst jetzt die neuen Waffeln von Mark. Teller nehmen, so. Ach, deswegen, der steht da noch rum. Deswegen ist der verdorben. Hätten wir vielleicht nicht... Nicht ganz da rumstehen lassen sollen. So, jetzt kann ihn zumindest keiner mehr essen. Das ist ja schon mal... Krise ist hier schon mal... Nein, du nimmst jetzt einen Teller. Krise beseitigt mehr oder weniger. Hast du geduscht? Ja, du hast geduscht. Gut. Du müsstest dann auf die Toilette danach. Und dann ist, glaube ich, eh schon wieder Schule. Mehr oder weniger zumindest. Warum hast du eigentlich nichts gegessen? Du kannst doch jetzt mal hier... Teller nehmen. Auch Sabine kann sich gerne mal was genehmigen. Ich hoffe, die können sich alle hinsetzen. Das funktioniert sogar mal. Ich bin begeistert. Das bin ich nicht gewohnt. So, das kann ja hier in den Dingens. Nein. Aufräumen. Fauler Sack. Das ist echter Wahnsinn. Du müsstest auch mal kurz auf die Toilette. Und dann auf jeden Fall dein Bett machen. Du gehst aufs Klo, machst dann auch mal dein Bett. Alter, diese Ordnung hier in dem Haus, ne? So, das können wir mal irgendwo... Ja, Schulbus kommt um 8 Uhr, ist mir durchaus bewusst. Ich hoffe, die schaffen das noch. Aber gut, er ist ja sowieso gleich fertig. Sie muss halt noch essen, aber dürfte ja auch gleich fertig sein damit. Beziehungsweise jetzt fertig sein. Was ist denn hier dreckige Umgebung schon wieder? Warum ist hier irgendwelche Umgebung dreckig? Ach, deshalb. Säubern, bitte. Weil das die Arbeitsfläche hier inzwischen mal versifft ist. Das muss auch nicht sein. So. Dann solltest du danach mal duschen gehen. Du gehst gerade noch aufs Klo. Ich hoffe, das beißt dich jetzt nicht wieder. Aber die ist eh noch am Saubermachen, deswegen passt der schon, hoffe ich. Du kannst benutzen. Und was machst du jetzt? Dein Bett, das ist gut. Er ist ja auch momentan wieder bester Student. Das finde ich gut. Wobei Student eine sehr, sehr unglückliche Übersetzung ist, wie ich meine. Du kannst mal dein Outfit wechseln. Outfit planen. Dann verpassen wir ihm mal ein neues Outfit. Haben wir zwar vor ein paar Folgen schon mal gemacht, aber Umstyling ist ja immer nicht schlecht, ne? Kann man immer mal machen. Warum ist er eigentlich so gebräunt? Oder täuscht mich das jetzt? So, Alltagskleidung. Haben wir irgendwelche Outfits, die wir nutzen können? Genau. Nee, bitte nicht. Lieber nicht.
Outfits lasse ich lieber. Das Bienenkostüm muss jetzt auch gerade nicht sein. So, was könnten wir denn nehmen? Einfaches T-Shirt oder... Ne, Pullover passt ja jetzt nicht. Rich T-Shirt, genau. Bestes T-Shirt. Ne, irgendwas... irgendwas Kurzes auf jeden Fall. Weil es ist ja Sommer, da passt das schon. Das hatten wir ja ganz am Anfang mal. Es sah ja auch echt super aus, aber das nutzt sich halt auch ab. So ein Polo-Shirt könnten wir mal nehmen. In der Theorie könnte man das nehmen. Ich könnte aber vielleicht noch ein bisschen Muster drauflegen. Weil sonst... Um Gottes Willen, nee. Das sieht aus wie ein Teppich, das muss nicht sein. Der sieht ein bisschen... Ne, das passt nicht richtig zum Ding hier. Das sieht aus wie ein Baum. Nein, ich glaube nicht. Nee, Gottes Willen, das sieht aus wie eine Tapete. Schachbrett ginge auch. Dann kann man Schach auf dir spielen. Das muss jetzt nicht sein. Nee, sowas nicht. Also wenn dann... was quer gestreift ist, wenn dann war was längs gestreift ist, passt meistens nicht so wirklich. Das würde an sich passen. Sieht aber mehr ein bisschen nach Anzugimitat aus. Das sieht aus wie ein Clown. Das hatten wir vorher bei Tobi vorher dran. Sowas könnte man nehmen. Die Farben sind alle so ein bisschen hässlich, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Da passt das Ding nicht dazu, aber das können wir ändern. Nehmen wir mal sowas, aber ich muss dann... Mache ich das mit dem Dunklen und die Ärmel im Hellen? Ne, das sieht kacke aus. Wenn, dann muss ich das hier... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Und zwar die Ärmel... Den Kragen noch hier im Hellen. Das passt an sich ganz gut, ne? Die Hose muss aber noch geändert werden, die passt jetzt überhaupt nicht dazu. Moment. Ist jetzt wieder nicht viel passiert in der Folge. Ich weiß, vielleicht mache ich die auch ein paar Minuten länger, einfach weil wir jetzt das Umstyling drin hatten. Da passiert ja immer nicht so viel. Weil sonst mault ihr hier wieder rum. Ja, so ganz braun muss es jetzt auch nicht sein, ne? Ja, Jeans ist zu lang in diesem... Im Sommer oder so können wir sowas nicht bringen. Das sieht ein bisschen arg nach mädchenhaft aus, würde ich sagen. Aber man kann so ein Muster theoretisch raufmachen hier auf so eine Hose. Grau jetzt nicht unbedingt, das Grün passt auch nicht. Man kann sowas auf die Hose theoretisch raufmachen. Ich kann auch das... Wie sieht das aus? Ich glaube nicht. Wenn man das so macht... Was ist das denn hier? Ach, das sind die Klappen der... Ah ja, I see. Machen wir das gleichfarbig, wenn wir das hier... Ne, das ist nicht gut. Was ist denn dann zum Beispiel das hier? Ach, das sind die Taschen allgemein. Okay, die können wir eigentlich so lassen, dann... Doch, das passt. Kann ich hier ein Muster drauf machen? Thema. Das wird aber vermutlich nicht so funktionieren wie mit diesem Hundemuster, das ich da gerade letztens hatte. Um Gottes Willen. Ich glaube, das mit dem Muster überlege ich mir dreimal. Das ist eher was für Studentenkleidung, warum auch immer man sowas anziehen sollte. Nee, das passt überhaupt nicht dazu. Dann lasse ich das lieber mal. Kann ich einfach so machen. Dann kriegt er halt was Neutrales. Sieht es nicht wirklich spannend aus, aber das muss ja auch nicht sein. Die Schuhe passen überhaupt nicht dazu. Wobei, normale Turnschuhe sollten da eigentlich... überall gehen, also das ist jetzt nicht das Problem. Ne, in rosa vielleicht nicht gerade. Das ist schon wieder... Flipflops müssen jetzt auch nicht gerade sein. Das passt überhaupt nicht. Wir müssen die Schnürsenkel nur einfärben, weil das Blau passt halt null dazu hier. Könnten wir dieses Orange von oben wieder durchziehen hier? Moment. So nicht unbedingt, aber so. Wobei weiße Turnschuhe bei Kindern natürlich immer eine super Idee sind. Es wird bestimmt lange sauber bleiben, das Ding. Dann kriegt er noch eine Kinderuhr und dann hat sich das, ne? Brillen brauchen wir nicht. Aber eventuell... So eine Uhr oder sowas ist ja immer nicht so schlecht. Kann man brauchen. Socken wären... Ja, in Turnschuhen ist das blöd, das sieht man halt, ne? Nee, so hoch nicht unbedingt. Das muss nicht sein. So. Machen wir das mal so. Erstmal.
Ihr könnt auch in der Theorie mal eine andere Frisur vertragen, aber ich weiß nicht, ob da was passt. So, umgezogen hast du dich, dann kannst du ja in die Schule gehen. Weil allzu viel brauchen die jetzt nicht mehr machen, die Kids. Du stehst ja auch nur blöd in der Gegend rum gerade scheinbar. So, ich hoffe, die können hier gemeinsam das Bad benutzen. Ich weiß es nicht. Sieht aber gut aus. Das geht also. Was macht denn Tobi hier? Ach, der spielt mit seiner Puppe, natürlich. Ich hoffe mal, die entwickelt sich nicht weiter zu Menschen, weil da habe ich echt keinen Bock zu. Das wäre nicht so toll. Wobei andererseits wird in der Folge so oder so nicht mehr viel passieren, weil die beiden jetzt in die Schule müssen. Er später in die Arbeit und Gelegenheiten haben wir gerade, glaube ich, auch keine, ne? Insofern wird hier sowieso nicht mehr viel passieren, da würde ich sagen, man zieht sich übermorgen. Sorry, dass die Folge jetzt ein bisschen inhaltsleer war, sage ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, man zieht sich übermorgen, ne? Und bis dahin. Servus.